Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Quick Shot. Ja, heute schon wieder allein, aber das ist ganz einfach. Denn wie soll man ein Spiel für eine Person zu zweit reviewen? Macht irgendwie keinen Sinn, oder? Heute Obsthain von Board Game Circus bzw. Side Room Games ursprünglich. Ein Gewinner der Golden Geek Awards 2018 für das beste Print-and-Play-Spiel. Und spielbar auch mit Farbenblindheit wird geworben. Und das kam ja 2021 bei Board Game Circus raus. Klein, fein, Fragezeichen. Wir schauen rein und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, widmen wir uns jetzt flott den Regeln zu Obsthain. Ihr habt 18 Karten, teilt diese zufällig in zwei Stapel A9 Karten. Einen Stapel davon benötigt ihr nicht, den anderen Stapel nehmt ihr zum Spielen. Nehmt die oberste Karte, legt diese in die Tischmitte und zieht dann zwei weitere Karten, dies sind eure Handkarten. Im Laufe des Spiels werdet ihr nun Handkarten an diese Karten anspielen bzw. auf diese Karten spielen und das funktioniert wie folgt. Ihr nehmt nämlich zum Beispiel diese Karte und versucht das jetzt so zu überdecken und ihr seht, da stimmen diese zwei blauen, dieser rote und dieser gelbe Obstbaum überein. Ihr dürft auch nur legen, wenn es übereinstimmt. Wenn es nicht übereinstimmt, dann müsstet ihr euch hier so einen Wurmmarker nehmen. Für jeden übereinstimmenden Obstbaum legt ihr nun einen Würfel mit der Augenzahl 1 auf. Danach zieht ihr eine weitere Karte nach. Nun im nächsten Zug, können wir das so anlegen, ihr seht's. Das würde nämlich das so überdecken. Und jetzt hatten wir ja hier schon zwei Einser und damit drehen wir den Würfel auf eine 3 weiter. Denn die Würfel werden immer erhöht von 1 auf 3, von 3 auf 6, von 6 auf diesen Obstkorb, der 10 Punkte einbringt. Wieder eine Karte nachziehen und weiter geht der Spaß. Ja, und jetzt könnte ich zum Beispiel das hier so anlegen. Hier waren eine 1 und eine 1, da mache ich jeweils eine 3 draus. Moment, hier brauche ich noch einen gelben Einser. Diese Blätter, die hier drauf abgebildet sind, haben keinerlei Bewandtnis im Spiel. Sollte es im Laufe des Spiels passieren, dass ihr zum Beispiel etwas hier so überdeckt, dass eines nicht passt, dann kommt da kein Würfel mehr hin und wenn dort ein Würfel war, dann wird da entsprechend so ein Wurmmarker gelegt. Jeder Wurmmarker bringt am Ende des Durchgangs dann Minuspunkte ein und zwar ganze satte 3 Minuspunkte. Das könnte ich nun zum Beispiel so anlegen. Wichtig beim Anlegen ist lediglich, dass mindestens ein Baum hier entsprechend überdeckt wird. Ansonsten dürfen es tatsächlich auch, wenn das denn möglich ist, bis zu 6 Bäume überdeckt werden. Der laufende Durchgang endet, sobald ihr alle Karten platziert habt. Das sind in jedem Spieldurchgang 9 Karten. Danach werden die Punkte gezählt. Ich habe es jetzt nicht geschafft, eines auf einen Obstkorb zu drehen. Das heißt, hier haben wir 6, 3, 1 macht 10 Punkte, 6, 3, 1 macht 20, 6, 3, 1 macht 30, 6, 3, 1 macht 40, 42 abzüglich 3 Punkte für diesen Wurmmarker. Bleiben also nur noch 39 Punkte. Und jetzt können wir direkt neu loslegen. Ihr erinnert euch an die 9 Karten, die ich vorher zur Seite gelegt habe. Sind direkt bereit für den Durchgang Nummer 2. Und nun würde ich sagen, ab zum Fazit. Ja, Obsthain. Ich glaube, ich habe das Spiel schon gefühlt 100 oder 1000 Mal erwähnt. In diversen Aufgetischts immer wieder taucht Obsthain auf. Jetzt hatte ich im letzten Monat auch das seltene Vergnügen, in Anführungszeichen, dass ich gesundheitlich ziemlich angeschlagen war und erst 2 Wochen durch mein Knie ausgefallen bin, danach noch mich Corona ereilt hat und dann hat man ja auch nicht unbedingt die Möglichkeit zu spielen und auch nicht unbedingt die Muße, was Komplexeres zu spielen und da ist Obsthain wieder volle Kanne zum Tragen gekommen.
Ich habe wieder im letzten Monat gefühlt so viele Partien Obsthain gespielt wie schon lange nicht mehr. Und das, obwohl ich Obsthain immer mal wieder spiele. Es vergeht fast kein Monat, in dem ich Obsthain nicht spiele. Das Lustige tatsächlich bei diesem Spiel ist auch, dass immer wenn ich es raushole und wenn ich es spiele, es kurz drauf von meiner Frau beschlagnahmt wird und sie es dann wieder spielt. Das spricht natürlich einfach auch super für dieses Spiel, dass man auch diesen Aufforderungscharakter hat. Es ist von den Regeln super, super simpel. Ihr habt es gesehen, es lässt sich in kürzester Zeit erklären. Es ist super einfach. Es hat wenig Material, kommt in dieser kleinen Schuberbox daher. Man kann es super mitnehmen, in die Hemdentasche stecken. Man kann es mit in Urlaub nehmen. Man kann es fast in der Bahn spielen, je nach Ablage oder im Flugzeug. Und auch das ist wieder ein Vorteil, den Obsthain hat. Klein und kompakt, überall spielbar, überall mit hinzunehmen und super schnell gelernt. Also was will man eigentlich mehr und ist da überhaupt Langzeitanreiz da? Am Anfang, als ich angefangen habe es zu spielen, dachte ich so, wow, wie soll man da überhaupt mal 30 Punkte packen? Ich bin da ständig irgendwie im Bereich 20 bis 30 gelandet, richtig schlecht. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nö, man muss halt auch mal irgendwo, wenn man eine 5er Überdeckung schaffen kann, halt auf den 6. einen Wurm legen, dann ist das halt so. So what? Und man erkennt auch irgendwann, welche Karten gibt es, dass die oben drüber passen oder vollkommen oben drüber passen und welche gibt es nicht. Das heißt, man lernt auch mit dem Spiel ein bisschen, wie kann man drauf eingehen, wie kann man reagieren, wie sollte ich jetzt die Karten anlegen, und dann sind plötzlich auch Punktezahlen jenseits der 50 drin. Da blende ich euch direkt mal hier zwei Bilder ein, wie ich hier mit zweimal 51 Punkte erreicht habe. Ihr habt nämlich hier 18 Karten drin und braucht immer nur 9 von diesen 18 Karten. Jetzt könnte man ja meinen, ja, ich habe jetzt jedes Mal eine andere Zusammenstellung, jetzt weiß ich ja nie, was ist das Maximum, was ich damit rausholen kann. Geht einfach mal her, nehmt euch 9 Karten, schaut euch kurz die Reihenfolge an, notiert die Zahlen in der Mitte. Legt die Karten hin, ihr dürft natürlich nicht wissen, welche Zahl hat welche Zusammenstellung drauf. Dann wird's blöd. Legt es dann sofort wieder hin. Oder lasst es jemand anderes machen, ist noch viel besser, und spielt dann die Karten in der Reihenfolge. Ihr könnt dann theoretisch nach dieser Partie das versuchen, 2, 3, 4, 5 Mal zu wiederholen, um zu schauen, ob ihr euch verbessern könnt. Meine Frau und ich haben das schon so gemacht, dass wir wirklich jede Karte aufgeschrieben haben, wie wir sie aufgedeckt haben, aufnotiert, und dann hat der andere versucht, das Ergebnis besser zu machen. Und das sind auch coole Kniffs, wie man Obsthain auch zu zweit spielen kann als Challenge Mode. Es wird auch darin erklärt, dass man entsprechend mit zwei Varianten, einer sortiert vor und einer hat die Karten gemischt. Immer die, also einer zieht eine Karte und der andere holt die gleiche raus und man spielt quasi parallel. Ist alles schön und gut, wunderbar, aber man kann es auch, wie ich es beschrieben habe, mit einem Exemplar super spielen. Der Aufforderungscharakter, weil man einfach immer besser werden möchte und immer mehr das optimieren möchte und denkt, da muss doch noch was gehen, da könnte doch noch was gehen, das ist doch nicht so schwer. Jetzt kommen die 2 Punkte jetzt noch, dass ich in die nächstbessere Kategorie komme. Nein, ich bin kein faules Obst, ich bin gut, ich habe was in der Birne. Das ist irgendwie witzig. Man möchte einfach immer mehr schaffen und am Schluss kommt man ständig im Bereich zwischen 40 und 50 Punkte raus und schafft die 50er-Hürde nicht. Geschieht bei uns meistens tatsächlich so. Obsthain für mich ein herausragendes, kleines Spiel, und wenn ihr ab und zu auch mal Solo spielt, wenn ihr was braucht, so einen kleinen Zeitvertreib, was ihr gut mitnehmen könnt, dann kann ich es euch nur wärmstens empfehlen, Obsthain. Und ich habe gar nicht gesagt, von welchem Autoren. Mark Tuck hat sich das Ganze ausgedacht. So clever, so klein und absolut fein. Obsthain, eine Delikatesse, die ich euch nur wärmstens ans Herz legen kann. Ja, und wenn euch dieser Quickshot wieder gefallen hat, dann lasst auch gerne entsprechenden Daumen nach oben da. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Kennt ihr Obsthain schon? Ist es was für euch? Spielt ihr vielleicht überhaupt gar nicht solo? Wir freuen uns auf euer Feedback und dann sehen wir uns hoffentlich in Kürze wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Spielen und immer mal wieder zwischendurch ein bisschen Obst essen ist gesund. Macht's gut und tschüss.